Wem? Ich habe da gesehen, Ute, Sie sind mit drohender Faust auf die Komplizen zugegangen. Was soll das bedeuten? Oh Gott, eine kleine Warnung. Ist zwar zu spät, aber für die Zukunft. Also es war schon eine ziemlich harte Geschichte, die wir mit Ihnen gemacht haben. Sie spielen ja eine Rolle in der Lindenstraße, wo man auch manchmal das Gefühl hat, Sie haben nicht immer die richtige Orientierung. Wie? Ja, das ist mir neu. Ja, ich finde das so. Doch, weil Sie so viele verschiedene Dinge da zu lösen haben. Zurzeit spielen Sie verhältnismäßig kleine Rollen, aber ich bin Hellseher. Ich weiß, Sie kriegen demnächst einen riesengroßen Part. Wussten Sie das schon? Nee, das ist mir neu. Ja. Aber das nehme ich dankbar an. Bei uns haben Sie die Hauptrolle gespielt. Ja. In einer Geschichte, die wir unseren Zuschauern nicht vorenthalten dürfen. Wir haben Sie fast wahnsinnig gemacht, die Ute Mora. Wir haben ihr nämlich eigentlich beigebracht, dass irgendwas bei ihr nicht so ganz richtig klickt. Sie stellen sich jetzt Folgendes vor. Sie setzen sich morgens ins Auto, lassen den Wagen an, wollen ins Steuerrad greifen und stellen fest, es ist auf der rechten Seite. Und Sie sind aber in Deutschland, nicht etwa in England oder so eine Geschichte. So muss es Ihnen doch ergangen sein, oder? Ja, genau. Es war schon hart. Und es war nicht nur hart, sondern es war auch noch strapaziös, denn wir haben Sie nach Paris gelockt. Nach Paris. Eine Fotografin hat gesagt, komm zu mir, wir machen ein paar tolle Fotos und abends gehen wir essen in ein Innenrestaurant. Und was da passierte, ach, wisst ihr, wie wir es nennen? Wir nennen es einfach die Wandeltreppe mit Ute Mora. Dann wussten die das nicht, ob du die Message gekriegt hast, ne? Und dann hab ich mal gehofft, dass du da bist. Vous êtes Madame Mora? Ja. Die Telefonin ist für Sie. Das ist doch wahrscheinlich. Ja? Hallo? Ja. Ah, Dicker. Wann kannst du denn kommen? Ich war schon. Nein, nicht die Toilette. Wir sind doch oben raufgegangen zum Tisch. Da oben ist jetzt so eine Gesellschaft. Wo geht's denn ins Restaurant weiter? Also hier ist eine Hochzeit, die stattfindet. Ja, wir waren doch oben. Und waren Sie an welchem Tisch mit der... Volkmar, 32, Volkmar. Das war Nummer 21, Nummer 22. Ja. Das ist hier nach da. Ja. Oh Gott. Sag mal, Schätzchen, wo warst du so lange? Also erstmal war Christoph jetzt am Telefon und musste seinen Frust loswerden, sagte er. Und dann ist mir was Verrücktes passiert. Was ist dir passiert? Dann gehe ich vom Telefon an der Bar, gehe ich also wieder zum Eingang, wo wir reingekommen sind. Warte, lass mich vorstellen. Ja, da unten sind wir mit der hübschen Glastür. Ja, also nicht, ich gehe nicht raus, sondern ich gehe Richtung Eingang und gehe dann die Treppe hoch. Mhm. Wir sind doch links hochgegangen, oder nicht? Und ich komme da hoch, da ist das so ein Raum wie hier, ist eine Hochzeit. Wie süß! Ja, aber du denkst, du bist nicht ganz da. Ich denke, was ist jetzt los? Das gibt's doch nicht. Dann bin ich wieder runtergegangen. Und? Und habe gesagt, sagen Sie mal, wir sind doch hier hochgegangen, wo ist denn das Raum? Und?
Also sagte er die andere Seite. Jetzt bin ich die andere Seite hochgegangen. Ich meine, wir wären hinter der her, die links. Also ich, du kannst mich erschlagen. Ich hätte gewettet, dass wir links hoch sind. Ich meine, da kommst du dir vor, als wenn du in einem Film bist, wo das Gedächtnis plötzlich aussetzt oder wo irgendwie jemand dich zum Narren hält oder sonst was. Das ist total die Telefonnummer ist passiert. Christo, der Running-Gag des Abends, der kommt nicht. Und das machen wir jetzt noch 5-mal. Exerzit. Hallo. Ja. Ich komme dann gleich. Ja, ne? Ciao. 10 Minuten bin ich da. Ja, ciao. Also, okay. Ja? Kein Problem. Vous cherchez les toilettes? Non, je cherche. C'est en bas les toilettes. À manger, non. Non, les toilettes c'est en bas. Oui, oui, oui. Ich vergesse immer, ich gehe immer die falschen Treppen hoch. Also suchen Sie die Toiletten? Nein, ich suche diesen Speiseraum. Da bin ich doch hochgegangen, oder wo? Also die Hochzeit ist hier und Ihr Raum ist da. Das ist oft doch nicht wahr. Wieso verwechsel ich das? Das passiert öfter, sind die Leute hier ein bisschen verwirrt, weil es die Einrichtung. Mein Gott, das gibt's doch wohl nicht. Das selbe Spiel wie eben. Sag mal, du gehst jetzt auch mal runter, bitte mal. Was? Was ist los, Ute? Das darf nicht wahr. Ich bin schon hier. Jetzt bin ich da, habe ich gedacht, ich bin richtig gegangen. Ja. Du hast gedacht? Bin ich wieder bei der Hochzeit, aber jetzt ist die leer, jetzt ist die Hochzeit weg. Das verstehe ich jetzt nicht. Was war mit dir? Ich habe dasselbe Spiel wie eben gemacht. Ich bin die falsche Treppe hochgegangen. Und dann? Was war dann? Dann kam ich runter und dachte, jetzt bin ich doch richtig gegangen. Und? Was war oben? Die Hochzeit war weg und da wurde gefegt. So, und dann hat da einer gefegt. Ich denke, ja, ich bin bekloppt, ich gehe nicht mehr ans Telefon, da gehst du jetzt ans Telefon. Sag mal, Gustav, wo sind wir hier, sag mal? Paris! Hunger. Jetzt habe ich schon gar keinen Hunger. Ich bin total bekloppt. Oh, wundervoll, Essen. Dankeschön. Und die Lichter. Bon Appetit. Bon Appetit, Mascha. Das sieht ja hübsch aus. Mhm. Ich komme mir bekannt vor, sind Sie? Kann schon sein. Spielen Sie nicht in der Lindenstraße? Also ich bin so ein bisschen Autogrammsammler. Würde Ihnen das was ausmachen, mir ein Autogramm zu geben? Ah, nee, passen Sie auf, ich habe da so ein Buch. Ich habe das unten im Mantel, in der Garderobe. Ich bringe das hoch, können Sie mir dann anschreiben. Dankeschön. Ja. So, das Buch habe ich. Sie haben was zu schreiben. Haben Sie? Ja, ich habe hier auch. Dankeschön. So, Frau Mora. Ich bin wirklich, also Sie können sich gar nicht vorstellen, wie glücklich ich bin. Wirklich, ich habe Sie jedes Mal, wenn ich nach Deutschland komme, hier ist mein Buch. Ja. Jedes Mal, wenn ich nach Deutschland komme, sehe ich Bertha Griese. Wo soll ich da? Ach, ist egal. Moment, das ist mein Adressenbuch. Also, würden Sie mir das bitte mir zurückgeben? Ja, sicher. Ja, danke schön. Ich komme gleich wieder. Ja. Und wir. Das gibt mir aber schon zu denken. Du meinst, Frau Alzheimer lässt grüßen? Ja. Oder spinne ich jetzt auch?
können Sie vielleicht hier reinschreiben, in Liebe für Frank? Oder vielleicht einfach nur April, April? Ute, wenn man jetzt diese Bilder so sieht, dann sieht man das sehr entspannt. Aber ich glaube, an dem Abend waren Sie wirklich, Sie haben an sich gezweifelt, nicht? Ja, wirklich. Ich habe mir gedacht, ich irgendwie Alzheimer lässt grüßen oder sowas. Also nun haben wir natürlich auch alles dran gesetzt, dass Sie verwirrt werden können. Sie haben in der Barbara natürlich da eine Komplizin für uns von der allerersten Güte. Und was machen Sie eigentlich beruflich normalerweise? Ich bin Fotografin. Und ihr habt dort ein Gespräch geführt über die nächsten Bilder, die gemacht werden sollen für eine Serie? Oder was war da geplant? Ja, ich habe Ute nach Paris gelockt, indem ich gesagt habe, wir sind eingeladen von einem Verlag und machen eine Paris-Geschichte mit ihr und ihrem Mann. Und nachdem ich mit Ute schon auf Sylt und überall gewesen bin, war das überhaupt kein Problem. Die kam gerne mit. Das war ganz einfach. Und dann saßen wir da abends in diesem Restaurant und haben die Motivliste für den nächsten Tag besprochen. Die härteste Tour hatte ja eigentlich ihr Mann. Denn wir brauchten ja Zeit. Wir haben das ja etwas schneller geschnitten hier. Aber um umzuräumen, musste der Ihnen ja ellenlange Geschichten erzählen am Telefon. Was haben Sie denn alles erzählt eigentlich? Ich musste mir ja schon in München eine Background-Geschichte ausdenken, um einen Grund zu haben, in Paris erstens nicht ins Lokal mitzugehen und zweitens schon am Nachmittag zu verschwinden, dass ich nicht da war, dass die beiden Damen alleine ins Lokal gehen. Ja. Die Nacht vorher, haben Sie da nicht schlecht geschlafen? Ich meine, es war ja klar, dass Sie Ihre Frau richtig reinlegen. Ich habe mehrere Nächte schlecht geschlafen. Frau Murat, Sie mögen Innenarchitektur. Ihnen hätte doch eigentlich auffallen müssen, wir hatten einmal sogar hinten den Vorhang nicht mehr ganz runtergekriegt. Aber da ist man wie hypnotisiert. Im Nachhinein fallen einem so verschiedene kleine, aber in dem Moment überhaupt nicht. Da wäre ich überhaupt auch an so eine Geschichte, wäre ich überhaupt im Traum, hätte ich nicht daran gedacht. Mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass die Leute, die neben mir links saßen, dass die beim zweiten Mal, oder als ich wieder hochkam an den Platz, dass ich das Gefühl hatte, dass die weiter hinter mir saßen als vorher. Mhm. Aber da dachte ich, ist ja Quatsch, das ist ja Blödsinn. Ne? So was sagt man dann, wenn man solche, dass sie kann nicht fotografierte, weil sie sagte, wir wollen am Abend schon mal fotografieren. Dachte ich, ist ja komisch, wo hat die eigentlich ihre Kamera? Aber ich habe das alles nicht ausgesprochen. Das ist das, und was mir noch aufgefallen, mir ist schon natürlich aufgefallen, dass da ein anderer Typ zum Autogramm kam. Ich habe gedacht, ich kann das der Barbara nicht sagen. Die hält mich total für bekloppt. Ich kann es nicht mehr sagen, dass mir hier noch mehr auffällt. Also ich möchte Ihnen hier öffentlich mitteilen, Sie sind nicht bekloppt. Sie sind nicht bekloppt. Und ihr macht, glaube ich, gerade eine CD mit Weihnachtsliedern von der Lindenstraße und Sie singen nicht mit. Warum nicht? Ach, mein Gott, weil dann keine CD gekauft würde, weil ich so schief singe. Und stimmt es, dass Sie eine Konventionalstrafe bezahlen müssen, wenn Sie irgendwas über die neuen Folgen verraten? Ja. Was müssen Sie da bezahlen, wenn Sie mir jetzt erzählen, wie die nächsten Folgen laufen? Lassen Sie doch mal ein Angebot hören. Dann kann ich die Summe ja abziehen und den Rest einstreichen. Also handeln kann man mit der Ute Mora. Wir werden uns das überlegen. Das darf Herr Geißendorf aber nicht hören.